Das versuchen wir Schritt für Schritt zu machen. Und dafür war heute das Testspiel sicherlich ein erster, auch wichtiger Schritt für ihn. Das ist ja auch klar und selbsterklärend. Also wenn du eben so lange nicht auf dem Platz stehen kannst, wenn dich immer wieder Themen zurückwerfen, dann ist genau das ja das, was dir dann auch meistens fehlt. Also dass Navi das kann, da müssen wir, glaube ich, alle nicht drüber reden. Aber dass man dafür eben Rhythmus braucht, Trainingseinheiten braucht, dann am Ende auch Spieleinsätze braucht. Aber halt in der Reihenfolge, das ist ja klar. Positiv ist erstmal in dem Fall von Navi tatsächlich, dass er heute diese 60 Minuten in die Beine bekommen hat, auf dem Platz gestanden hat. Und alles andere wird insofern kommen, als dass es dann kommt, wenn er auch gesund bleibt und mehr Trainingseinheiten in die Beine bekommt. Plus dann eben halt auch am Wochenende bei entsprechender Leistung dann eben halt auch Spieleinsätze. Du hast ja gesagt, wir müssen ihn Stück für Stück eben auch aufbauen und sicherlich war jetzt gut drin im Training. Heute ja, ein Stück weit länger gespielt, als das bisher der Fall war. Das ist wichtig für ihn, das sind weitere Schritte, die er gehen muss, die wir auch mit ihm gehen. Und wie gesagt, wir werden ihn, das haben wir auch immer gesagt, wir werden ihn Stück für Stück darauf vorbereiten, dass er dann auch wirklich die körperliche Verfassung hat, um auch Bundesliga zu spielen. Und er ist für dich schon auf einem guten Weg. Aber es ist wichtig, dass wir diesen Weg auch weitergehen. Ich glaube schon, dass dann einfach in Anbetracht der Länge der Pause, die er insgesamt auch hatte, nicht nur jetzt nach dem Afrika-Cup, sondern eben halt auch davor, dass es einfach so ist, dass er offenbar mehr Zeit braucht. Und natürlich gibt es eine gewisse Vorsicht, aber es gibt kein Bremsen da, sondern es gibt immer die Rücksprache mit dem Spieler und eben genau zu schauen, welche Schritte kann man gehen. Und das versuchen wir Schritt für Schritt zu machen. Und dafür war heute das Testspiel sicherlich ein erster, auch wichtiger Schritt für ihn. Natürlich ist Nabi ungeduldig und trotzdem ist es natürlich auch so, dass es bei ihm auch eine gewisse Vorsicht gibt in all diesen Themen, weil er einfach natürlich, jetzt ist ja klar, wenn man längere Zeit mit Verletzungen zu kämpfen hat, hat man das irgendwo auch im Kopf und dann spielt das sicherlich auch eine Rolle. Natürlich gibt es auf der einen Seite eine Ungeduld, mehr auf dem Platz stehen zu wollen, mehr spielen zu wollen. Auf der anderen Seite auch, wir haben es ja gerade auch gesagt, also auch das Gespräch mit Navi, 45 oder 60, auch da eben, lass uns drüber sprechen, also auch eine Vorsicht von seiner Seite aus im Endeffekt. Lass uns in der Halbzeit mal gucken, wie wir es dann angehen können. Wichtig ist für mich, und das habe ich auch schon vor ein paar Wochen mal gesagt, dass wir es hinbekommen, dass er konstant im Training ist. Und das ist, glaube ich, das alles Entscheidende. Und dann glaube ich auch, dass er Schritt für Schritt in diese Richtung geht, dass ihm Dynamik zurückkommt, dass ihm Rhythmus zurückkommt. Aber das ist, wie gesagt, immer ein schmaler Grat und den müssen wir gemeinsam gehen, immer wieder in einer guten Kommunikation.